Wir kommen daher zur Abstimmung, dem Gesamtsatzungsentwurf im Antragsbuch verzeichnet als SL1 und durch die behandelten Änderungsantrag geänderten Entwurf über diesen Entwurf nunmehr gesamt abzustimmen. Wer dafür ist, die geänderte Satzung in dieser Form anzunehmen, den bitte ich um die blaue Stimmkarte. Dankeschön. Wer ist gegen den Satzungsentwurf? Oder die sich im Sinne einer möglichst großen Mehrheit enthalten haben. Das zuallererst. Und dann möchte ich jetzt die 6 Helden noch einmal benennen, die in den letzten Monaten daran gearbeitet haben, die Bremer Satzung so zu reparieren, dass dieses Ergebnis möglich geworden ist und wir alle oder fast alle diesmal auch wirklich applaudieren konnten. Ich erinnere an die Szenen, die wir in Bremen gehabt haben, die waren nicht so schön. Und die 6 waren allen voran Albrecht Glaser, Julian Flack, aus Köln. Also vielleicht für alle noch mal einen Applaus. Erlauben Sie mir bitte eine letzte Anmerkung. Satzungen leben, das heißt, es wird nicht die letzte Satzungsänderung gewesen sein, die wir vorgenommen haben. Wenn ich einen persönlichen Wunsch äußern darf, der vielleicht auf Zustimmung stößt, dass wir solche Mammutänderungen vielleicht in Zukunft vermeiden und die Satzungen zukünftig etwas langsamer wachsen lassen. Hat doch Spaß gemacht, oder? Genau.